Hallo und herzlich willkommen zur 300. Folge. Endlich ist sie da. Und hier sind ein paar Typen, die ich hier eingeladen habe. Ganz besondere Typen, die hier rechts und links neben mir stehen. Bin ich einmal hochzuhüpfen, wenn ich den Namen sage. Das ist einmal der Philo, Hallo. der Sonnenschein, Hallöchen. der Philipp, Hallo. der Enrico. Hallo. Und zuletzt das Beste, der Top Gerät. Juhu, hallo. Und meine Wenigkeit. Genau. Wir bauen, wie gesagt, Gut dieses im TS Türmchen. angekommen. Achso, jetzt haben wir noch, sorry. Ja. Genau, die Annie ist auch noch da. Ja. Die ist die Chatfee für den Chat, der nicht Der war gut. existiert. Sie Jo. unterstützt uns dann, wenn der Philipp dann weg ist. Richtig. Alles klar. Jo. Und es ist Nacht. Genau. Noch nicht. Noch nicht. Aber fast. Noch einmal einen schönen Sonnenuntergang. Genau. Ihr habt wahrscheinlich alle im Bett. Ich kann das nochmal kurz den Natürlich. Zuschauern zeigen hier. Gibt es nämlich auch gleich das Bettenhaus, wo jeder sein Bettchen hat. Also ich schlafe lieber draußen. Ich auch. Das ist dran. Das gibt mir jetzt so. Ich liege. Ah, jetzt ja. Tomcat, du musst dir mal die neue Nachtwächteruhr anhören. Hört sich komisch an, ja. Wart erst mal ab, wenn die nachher ihren Achtertakt raushaut. Ja, der Achttakter. Oh wei, oh wei, oh wei. Genau, So. und jetzt fängt das wilde Gestöber an. Dann fangen wir mal an, oder? Ich suche erst mal Auf Sand zum geht's. Brennen. Peace, Erde, Erde, Sand. Sand. Das ist Los eine Menge geht's. Sand. Brauchen wir eigentlich viel Glas? Oder sind schon alle Ja. Steaks drinnen? Also ich glaube, wir brauchen noch mehr Sand. Ich werde dann nämlich auch mal Sand holen gehen. Ich lass mich überraschen. Ich hole da mal Sand. Werden dann eigentlich die Blöcke oder Scheiben verarbeitet? Es wird wahrscheinlich Block sein. Aber ich bin mir nicht sicher, Okay, dann brauchen wir Block. es können auch Scheiben sein, aber ich würde das erstmal in Blockform lassen. Okay. Dann brauchen wir wirklich Was ist viel. denn das schon, die ganzen Steinziegel weg? Die Ofen brennen alle noch. Ich wollte gerade sagen, ich Die versuche mal die. Steinziegel, die werden schon gebraucht für die Außen hier, für außen. Ja, ich wollte das nur mit innen vielleicht ein bisschen kombinieren, damit es nicht ganz so. Dass er wieder ein bisschen Platz ist. Ach, der Philo willst du jetzt auch die Öfen machen, ja? Ja, wir machen die Öfen. Genau, Beziehungsweise helfen dort und da aus. genau, ich habe immer schon ja. gesehen, in welche Richtung es geht. Helfen wir doch fortfinden oder Wände mit. Zack, zack. Bum, bum, bum. Hier ist ganz schön viel los, muss ich ehrlich zugeben. Und bisher läuft der Server doch gut, oder? Ja, bisher läuft es Ja, flüssig. Also, der Server ist voll. Kann ich mal kurz gucken hier? 6 von 6 Leuten. Ja, ich hab's schlimmer erwartet. Die Eisenkürbis lassen mich ja nicht durch. Die lassen mich wirklich nicht durch. Ja, ich habe hier meinen Weihnachtsbaum aufgestellt. Weil am ersten Advent wird er beschmückt. Kommt noch mal eine kleine Special-Folge wahrscheinlich raus. Ich weiß es aber noch nicht. Oh mein Gott, siehst du, bald ist der erste Advent. Jetzt, wo du sagst. Nächste Woche. Ja. Nächste Woche. Hast du ihm gesagt, Achtung. Tomcat? Hätte ich fast schon wieder Ich vergessen. bin gerade erst aufgestanden, ja? Was? Ehrlich? Was? Ja, klar. Sand. Sand ist hier drüben. Ich glaube, da haben wir nicht mehr so viel. Wirklich? Nein. Ja. Die Sandkiste ist leer. Die habe ich gerade alle bei mir im Inventar, weil ich ja hier Glas brauche. Ich habe auch Sand. Jo. Ja. Fahrstuhl soll einen Eingang von vorne haben oder zwei oder Ein Eingang. ein Eingang, gut. Die Fichten habe ich ja mal weggenommen. Vielleicht wahrscheinlich auch neu. Übrigens habe ich überhaupt nichts zu essen. In einer Truhe ist dort eine halbe Doppeltruhe voll Brote. Oh ja, ich hab's gesehen, geil. Lecker Brot. Brotdiät. Ja, da ist ja wirklich. Brotdiät. Ich habe noch Steaks vom letzten Mal. Die haben schon so einen leichten Nebengeschmack, Ranzigen aber Geschmack. ich leg dir noch ein bisschen Sand in die Truhe. Ich habe noch ein bisschen was Ja, mitgebracht. da sind schon Pilze dabei quasi. Belegtes Steak. Genau. Ja, ich würde sagen, wenn ihr was braucht, dann würde Delfino euch das bestimmt nach oben bringen. Oder wo ihr es Wäre auch eine braucht. Möglichkeit, wer braucht denn was?
Momentan braucht, glaube ich, keiner was. Alles ich was gut, dann gehe ich wieder. Ich muss kurz. Die wollen nichts. Dann sollen sie machen, was sie wollen. Genau, wir haben sie ja noch. Genau. Das rein. Soll ich mal Kohle nachholen? Ich glaube, die Kohle. Die wird dann. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Skelett gespawnt. Nein. Das schaut da schon schick aus. Sieht gut aus mit dem hellen Holz hier unten. Ja, das hat was. Okay. Ich hoffe, das sieht dann nachher gut aus mit dem Fahrstuhl. Bleibt das da oben so? Also ganz oben die Spitze mit diesen Kringeln? Oder wird das noch eine Kugel? Das wird eine Kugel. Das ist die Hauptaufgabe. Die kann der Delfin übernehmen. Genau. Da kommt sozusagen wie so ein Streifen. Ich habe euch die Baupläne nicht geschickt. Ich wollte ihn noch rumschicken, aber das habe ich nicht mehr geschafft. Ohne Bauplan kann ich nicht arbeiten. Genau, das ist das, ne? So unprofessionell hier. Ich habe den genau vor mir liegen, den Bauplan. Wenn wir das gewusst hätten, wären wir wieder gegangen. Richtig, also es muss schon so sein wie damals, da wo wir den Tunnel gebaut haben. Das war voll professionell. Ja, was für ein Tunnel? Also den langen Tunnel von Falkenstein zum Knotenpunkt, der ja festgestellt ist. Ja, die Planungen waren professionell, auch wenn er noch nicht fertig ist. Ja, aber es gab perfekte Pläne. Ja, die Arbeiter in der Drachenwacht, die sind ja sehr faul. Hey, ich habe halt nicht so wie hier 5 Arbeitsklaven, die dann mithelfen. Ach, ich leise dir aus, kein Problem. Ach, so? 5 Diamanten pro Stunde ist doch ein super Lohn, oder? Pro Minecraft-Stunde, meinst du? Genau, ich krieg 5 und die... Du kriegst eine Entschädigung, weil es nicht arbeiten auf die Felder. Ganz genau. Sehr gut. Delfino, ich sehe, wir verstehen uns. Natürlich. Sonnenschein, diese Zwischenabteilungen, willst du die auch mit diesen Steinen machen? Ja. Kann ich machen, wenn du das möchtest. Ja, da kann ich dir nämlich ein bisschen helfen. Mhm. Vielleicht ich gehe jetzt erstmal ganz nach oben. Stein machen soll, oder? Ganz unten, die unterste Reihe. Ja. Wie war das noch mit dem Angebot, es werden Sachen hochgebracht? Ja, Delfino, mach mal was. Ich bräuchte eine neue Eisenschaufel. Mit Granitphilipp, oder? Neue Eisenschaufel? Ja. Moment, ja, bist du gerade? Ganz oben. Ich komme. Granit ist das? Ich hab den mal kurz geholt. Kaputt. Das war der Aschenbecher. Wirklich? Nee, eine Flasche. Ach so. Ist sie runtergefallen? Zeichen, oder? Ja. War der G-Punkt dran schuld? Ja, das wollte ich auch. Das war ja was. Das wollte ich auch gerade sagen. Wo ist der G-Punkt? Wo befindet er sich denn gerade her? So, ich gebe dir mal die kaputte mit. Die neue nehme ich, danke. Genau. Die kaputte mein eingesammelt und dann wieder zur ganzen verarbeitet. So. Ja, die Öfen brennen auf jeden Fall, also wenn er was braucht, Sand und Stein wird gerade gemacht. Bin ich gerade etwas verwirrt? So. Verwirrung ist okay. Mhm. What? So, also ich hätte hier schon mal Glas im Angebot, mal kurz, wo waren hier Glas? Erdekies, fertige Sachen sind doch hier irgendwo, oder? Gebrannter Ton. Kisten und Schilder. Hab ich das hier gemacht? Ein rüber und zwei. Ach hier, Delfino, du kannst das bestimmt mal. Rüber und zwei. Mit anderen liefern. Steine brauchen die doch bestimmt, oder? Ja. Achso, jetzt habe ich den ganzen Granit weggeschnuppert, ne? Ja, Ziegelstein. Warte mal, das ist eine andere Farbe, die ich habe. Hier. Ich habe dir den hingeworfen. Siegel. Die liegen hier vor der Tür. Ja. Also, Steinziegel, meine ich doch, ja. Ja. Da habe ich gerade wieder welche. Ach so, war hier der Eingang. Ich muss dich nur noch finden. Ich bin am Gang, Fahrstuhlbau hier. Genau, ich sehe dich. Welche Ebene? Ah, da. So. Oberes Stockwerk. So. Hat eine schöne Aussicht von ganz hier oben. Ja, ne? Kann ich da einfach so abwerfen? Ja, wenn. Kann ja. Nur sein, dass die seitlich runterfallen. Das kann natürlich sein, ja. Ich drehe mich mal, dann geht's. Oder? Ach so, muss das funktionieren. Oder auch nicht. Warte. Besser?
Oder nein, sollte man erst einen Fußboden einziehen? Ja, der Fußboden wäre eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Weißt du, was den Grund ist? Ja, weil sonst wäre noch ständig alles den Grund ist, ja, das könnte ich machen. Ich habe so drüben die Wände so anders gebaut. Wir hatten das jetzt aufgesammelt unten. Ich habe das aufgesammelt hier. Zack. Ah, so geht's. Thanks. Ich hab, der Grund ist unten irgendwie verpeilt gerade, Philipp. Was machst denn du hier gerade? Hm? Das weiß ich nicht. Sieht noch komplett anders aus als die da drüben, die ich gebaut habe jetzt so. Das sieht man da. Super. Besprechung vorher. Ja. Nein. Cedric macht seinen eigenen Grundriss kaputt, da kann ich ja nichts dafür. Ja, gut, so ist er. Total chaotisch. Na, du darfst nicht die Pfeiler wegklopfen, Philipp. Er hat einen Pfeiler, der ja, jetzt fehlt. Genau, da drüben liegen noch Steine. Pfeiler? Ich hab noch Holz weggemacht. Hier stand Pfeiler. Deswegen. Rechts. Den hab ich nicht weggemacht. Okay. Ich guck mir das nochmal kurz an. So. Sieht das auf jeden Fall interessant aus. So, dann so, dann so, dann so. Und dann zwei und dann so. Korrekt? So, die Außenstützen habe ich hochgezogen schon mal. Ja, aber oben hast du doch noch so gehabt hier die ganze Zeit. Dick? Dick? Müssen wir das bloß einzeln haben oder so doppelt? Können wir auch doppelt haben. Man kann es auch einzeln machen. Sind es doppelt. Man kann es auch einzeln machen, das spart man. So, Herr Truhenmeister Tomcat. Na, dann machen wir das so hier. Können wir das innen so wegnehmen? Ja, das schaut. Muss Platz ja, schaffen, wenn wir das können wir so machen. Ja, guck mal, was da vorne steht. Hier. Du bist doch der Truhenmeister, nicht ich. Na, da reiß ich das drüben ab und du baust dabei einen weiter. Okay. So, Cedric, was. Okay. Damit. Boah, Alter. Achso, das war jetzt der Alarm, dass es jetzt extrem spät ist, oder wie? Ja. Korrekt. Das ist der 8-Takter. Kannst du dir gerne angucken, komm. Ja, ich muss erstmal die Öfen hier noch versorgen. Ja, das ist Absicht. Was wolltest du denn jetzt mit dem Außenkranz haben, genau? Was war damit gemeint? Die alle hier, die oben drauf ist. Moment. Komm ich hier irgendwo raus? Meinst du die hier, wo ich jetzt auf der stehe? Korrekt. Gut. Oh, ärgerlich, die Kohle geht bald. Naja, gut, was heißt bald? Bald? War nicht irgendwo noch massig Kohle, oder? Wenn du ja mal kurz was über hast, hier unten fehlt noch kurz was. Also in der Truhe ist hier jetzt keine Kohle mehr. Ja, da in der. Achso, das hast du gerade rausgeholt. Ja. Wenn ihr Kohle braucht, dann sagt einfach Bescheid. Bescheid. Der letzte Stack ist gerade in Ofen. Verwendung. In Prozess. Genau. Du weißt ja, haben ist besser als brauchen. Korrekt. Richtig. Lieber zu viel als zu wenig. Genau. Braucht ihr schon wieder Steine? Also momentan nicht, noch nicht. Nein. Nö. Noch nicht. Braucht irgendwer Glas? Nee, ich brauche aber gleich eine neue Schaufel. Moment, das machen wir gleich anders. Ich tue es mal wieder hier rein. Zack, zack. Zack, zack. Und das hier rein. Zack. Und das da rein. Ich hol mal schnell Kohle. Das ist ein hervorragender Plan. Delfine, wo bist du? Da bist du. Ja, ich mach schon. Schmeiß dir hier mal wieder ein paar Sachen hin, dann kannst du wieder Ziegelsteine bauen, wenn du willst. Sehr gut. So. Ich versorge hier alle, kein Problem. Dein Pferd geht's gut, Enrico. Hab ich gerade nachgeguckt. So, oh, na, das ist gut zu wissen. Dankeschön. So. Wer ist hier unterwegs? Da ist niemand. Ich hab ein kleines Problemchen. Schieß los. Ich komm nicht auf die einzelnen Etagen, weil da keine Erdbrücke ist. Okay. Okay. Also hier zum Beispiel. Hier fehlt eine Erdetage hier. Ne, die Erdbrücken sind da, bloß nicht mehr dort, wo der Ausgang ist. Stimmt, da wo der Ausgang ist. Ja, die müsste mal jemand richtig legen, also ich hab nichts abgerissen. So, hier.
Ich komme da auch nicht hin, weil die Reichweite ist zu weit. Okay. Da müssten wir nochmal was anbauen irgendwie, sonst komme ich da nicht hin. Bist denn gerade? Ja, das. Ja, weil ihr schon die Außenmauer mit Holz zumacht, ist der Weg, ist die Brücke zu. Ach da, ja. Das ist das Problem. Das sehe ich jetzt. Warte. Ja. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ja, da muss ich nicht mehr. Ich muss. Cedric. Ja? Höher, eins höher. Eins höher. Ach so. Ja, das ohne Momentum. Hey, Milo, verfolgst du mich? Nein. Nein, nur nicht. Oh, sorry. Guck mal, siehst du das Problem? Das alles. Siehst du das Problem? Ja. Ich sehe das Problem. Ui. Klar, man. Enrico, du weißt doch, der Hauptmann muss immer kontrollieren. Ja, ja, ich weiß. Genau. Die Sicherheitsbestimmungen, wir sind ja hier sehr lasch, da muss man aufpassen. Cool, man kann von oben aktuell noch ganz runterspringen. Und man überlebt, oder wie? Ja. Dank des Wasserfalls. Hast du noch Erde, oder? Soll ich dir noch welche geben? Nee, ich habe genug Erde hier durch den Abbau. Ja. Okay. Sehr gut. Cedric? Ja. Wie sieht das aus mit der Kohle? Die habe ich im Winter, oder? Ah, sehr gut. Du kannst ja hier in die Kiste hier unten. Zack. Zack. Reparieren wir eine Werkbank. Nee, brauch ich nicht. Dann brennt das hier in der Zeit schön weiter. Ja, das Problem, das ist alles Kohle, die ich noch habe. Super vorbereitet. Ne, ich hab von okay, Grund auf wenig Kohle. Jetzt leckt der Server bei mir nicht. Ja. Die Steine, ich baue die Steine ab und sie werden wieder neu platziert. Ja, das ist aber glaube ich ein Bug, oder? Das ist ein Bug. Ja. Das ist normal, oder? Ja. Das kenne ich. Oha. So. Wie war das noch mit der neuen Schaufel für mich? Darfst du so schnell abbauen? Die ist bei mir nicht angekommen. Okay, dann liegt er wahrscheinlich wieder unten. Achtung, Creeper-Alarm! Boom, was hat's da gemacht? Der kam etwas später, Alarm. Das war wahnsinnig. Ja, wirklich. Hier ist gerade ein Bitchfeind zwischen zwei Skeletten. Ah, haben sich selber getötet, aber ich habe den Rest gegeben. So, ich baue mal ein bisschen Kohle ab. Dass der Tomcat hier nicht trocken ist. Ja. Der will immer feucht sein, der muss immer betrunken sein. Genau. Immer voll sein. Genau, nein, das ist Anis Part, immer voll zu sein. Ah, Delfino, richtig. Wunderbar. Richtig. Warte mal, ich geb dir mal die alte Schaufel. Die liegt da. Ich leg dir mal dahin die neuen Schaufel. Einmal. Wunderbar. Zweimal. Dankeschön. Verdammt. Zum Glück haben wir alle hier geschlafen. Also man kann doch nicht runterspringen. Nein, kann man nicht. Oh nein, nochmal gestorben. Im Nordosten ist Wasser. Wo haben wir hier geschlafen? Ist ein kleines Häuschen. Ich bin runter den Schacht runtergefallen. Okay. Und dann bin ich oben auf dem geheimnisvollen Punkt gespawnt und dann war ich wieder tot. Ah ja. Ich glaube, ich muss das nicht weiter beschreiben, dem Cedric. Nö. Defino, geh mal einen Schritt nach vorne. Moment, ich tue da gerade wieder. Gibt's Geschenke? Ah ja, dann kann ich gleich weiter passen. Gibt's Geschenke? Natürlich gibt's Geschenke. So, da habe ich wieder ein bisschen Kohlenachschub. So, wer braucht noch Ziegelsteine? Ich brauche hier ein paar Stück. Noch geht's bei mir. Da ist wer. Defino, schmeißt du kurz welche runter? Ach so, für die Ziegelsteine werden gar nicht mehr benötigt, glaube ich, oder? Oh, warte mal ab. Na gut, die Kugel noch, ja, oben. Es fällt ziemlich viel Erde runter, nur dass ihr mal das Bescheid wisst. Na, die sammle ich ein. Die untere Arbeitsgesellschaft sammelt das schon ein. Genau, die Unterschicht. Ja. Das heißt dann also im Umkehrschluss, ich bin gerade in der Mittelschicht. Okay. Gibt's sowas überhaupt? Im Dreiebenland müsste mal Zeron fragen.
genau. Es gibt ja die Unter- und die Oberschicht, aber. Ach so, um 3M, dann. Das weiß ich nicht. Ist das hier eigentlich alles, was ich hier sehe? Also, was hier auf der Welt ist? Nein. Nein. Es ist nur ein Ort. Von vielen. Genau. Ja, genau. Okay. Mehr siehst du ja dann später noch. Wir können dann auch noch mal rumgehen für welche, die das wollen. Ja, genau, das können wir vielleicht nachher noch mal später noch machen. Genau. Also wie gesagt, bis 19:30 habe ich Zeit. Jo. Und wenn, findet sich bestimmt irgendwann mal noch ein Termin. Ja, klar. Nein, das soll jetzt sein. Ich will es heute sehen. Die Spannung steigt, Nervenkitzel pur. Ich schätze mal, dass ich relativ früh dem Schacht fertig sein werde, dann kann ich dich ja ein bisschen rumführen, Tomcat. Ah ja, das kannst du gerne machen. Also. So, genau, schauen wir mal zu viert. Genau. Acht Augen sehen mehr als alle. Ja, welche Farbe denn für die zweite Wand? Oder die gleiche wie die erste unten? Muss der einen nach innen versetzt bauen, Philipp? Ja, ist ja zweitens. Brauchen wir erstmal eine Farbe. Ist es eigentlich gewollt, dass die, ich sag mal, die erste Erdgeschoss, erste, zweite, die dritte Etage länger ist als die anderen beiden? Ja, die werden immer länger nach oben. Ah ja, okay. Weil der Wohnraum quasi kleiner ist, dafür wird's höher. Naja. Kriegst trotzdem wieder genug rein. Ich werde mir jetzt... noch was zu der Farbe, jo, scheiße. Es regnet Erde. Es regnet Erde. Achso, die gelbe Farbe, achso, okay. Achso, die gelbe. Ich überlege gerade. Also ich persönlich hätte es ja so gemacht, oben hell und unten dunkel. Ja, das ist mir mittlerweile auch gefallen, wäre besser gewesen. Ja, so wie man es halt von diesen typischen Windkrafträdern sieht, ne? Oben ist weiß und unten ist dann halt grün, wie auch so die Felder meistens sind. Ja, stimmt, stimmt. Wollen wir da unten noch eine Reihe Granit hin machen? Oder also komplett Granit oder Cobblestone oder sowas? Oder? Also wir sind ja im Mittelalter, das soll auch nicht so prunkhaft aussehen. Gut. Oder dunkles Holz? Dann hätte ich dunkles Holz genommen, glaube ich. Dunkles Holz? Was haben wir denn hier noch da? Wir haben hier noch Schwarzeiche, Fichte. Ja, Geschenke für dich. Geschenke? Klar. Fichtenholz ist noch da. Wie dunkel ist denn das? Und es wird dunkel, also was alle, die oben sind, sollten vielleicht mal langsam runterkommen zum Schlafen. Ich leg mich hier oben hin. Das geht schnell. Schwuppdiwupp bin ich unten. Leg mich gleich hin, einen Moment. Kann mal jemand die Tür zumachen? Es zieht. Ja, doch. Tom hält und schaut sich das Brot an. Was gucke ich mir? Das Brot. Achso. Ja, das Brot ist schön. Warum war denn das gerade? Wo ist denn eigentlich die ganze Funktionsanlage davon? Unten drunter, hier unten drunter, Tomke. Unter dem Turm. Ach, unter dem Turm? Okay, cool. Ganz versteckt. Ich komme runter, mir das angucken. Ja, das wollen wir jetzt sehen. Wow. Gott, wo ist das? Oh. Hier ist die normale Nachtwächteruhr. Und hier ist der 8-Takter. Warte mal, den tue ich mal kurz aktivieren. Muss dir das Ding angucken hier. Alleine nur das Ding. Ah ja, okay. Ich komme jetzt runter, ich habe meinen Teil erstmal erledigt. Irgendjemand hat den Redstone-Block eingesammelt. Warte. Okay, das ist irgendwie ein Bug. Genau. Okay, cool. Ja. Ach, hier ist das drin. Guck mal, hier ist auch noch Kohle. So, ich bin mal kurz da mal weg. Jo, lass es schmecken. Jo, bis gleich. Jo. Cedric, du bist doch so ein Freund von Fakten und sowas, ja? Ja. Dann wird's dich bestimmt, vielleicht hast du das sogar selbst schon ausgerechnet. Dann wird's dich bestimmt interessieren, die Kapazität der Silos in Falkenstein. Ja, da war ich gestern dabei. Verdammt. Auch alles? Alles die Komplettkapazität? Na, war irgendwas von fast einer halben Million. Ja, genau. Verdammt. Dabei? Da hat Sonnenschein noch gesagt, was? Keine halbe Million? Oder gar nicht mal eine halbe Million? Verdammt. Ah, siehst du mal, meine Spione sind überall. Das lag nur daran, weil ich dich im Ohr hatte und nicht wirklich vor. Das stimmt. Ne? Anni, bist noch da? Anni ist
voll in der Ecke. Genau. Voll dabei. Ich bin da. Ja, reicht. Oh. Sehr gut. Patrick, warte mal kurz. Guck mal hier hin, jetzt vielleicht. Ja. Patrick versucht um 20 Uhr da zu sein. Ich schreibe ihm jetzt aber gerade, er soll langsam machen. Jo. Ja. Genau. Ja, das passt. Kann man so machen, Philipp. Ja, schaut besser. Also doch dunkel, mach's dunkel. Jo. Soll ich dir da helfen beim Abriss oder ob wir dann noch zweite Etage? Fraglich, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, dann. Asgard ist das ja eh egal. Ist das jetzt eigentlich eine Aufnahme oder? Das ist eine Aufnahme, ja. Guten Tag. Nein. Das Live hätten sie sich nicht leisten können, dass wir kommen. Ah, ja. Das ist voll Playback. Bei Live hatten wir das Problem. Voll Playback, auch gut. Das wurde vorher schon im Studio aufgezeichnet. Der Fino, ihr müsst noch ein paar Steinziegel hin. Ja, die habe ich sogar dabei. Mache ich gleich rein. Sehr gut. Ja, ich habe auch noch Steinziegel. Warte, der Fino, ich schmeiß den mal hier auf die Brücke. Ja, oder gibt es hier links in die eine Kiste? Da gibt es eine Steinkiste. Wir haben schon so viele Steinziegel mittlerweile. Echt? Steine. Genau, und sonst irgendwo noch Steine? Nö. Ah, da, okay. Upp. Ja. So. Zack, zack, zack. Geht. Ja, das mit dem Braun sieht besser aus. Und wahrscheinlich würde ich das immer alle zwei Etagen machen. Braun und dann nach oben hin heller. Okay, weil ich die zweite Etage auch schon bräunlich gemacht habe. Genau, darum sage ich ja. Also die hätte ich jetzt auch noch braun gemacht und dann die da drüber einen helleren Braunton. Okay. Zwei Etagen und dann sind es ja, glaube ich, wieder zwei, ne? Ja. Und ganz oben ist ja dann eine noch und die Kugel dann, ja. Ah, oh, mein Spitzhacke ist kaputt. So ein Scheiß, meine Axt. Er hat auch die Amazon-Krankheit. Ja, die hat irgendwie jeder. Das ist ein Syndrom, das ist, ja. Was denn? Das Spitzhacke ist auch anstatt Axt. Ja. Ganz genau. Da ist doch irgendjemand was. Genau, wer ist da? Ich bin's nicht. Wir sind alle hier. Oder das mit Doppel-S. Am Essen? Ja. Da hat irgendjemand was geknuspert. Ja, knusper, ja. Knusper, Knäuschen. Ja, knuspert an mein Häuschen. An mein Häuschen. Anscheinend ja gerade alle. Hey. Oh, verdammt. Das ist Death Counter Nummer 2. Ja. Aber diesmal bin ich wenigstens nicht wieder am Spawn rausgekommen. Das kann also nur besser werden. Bist du schon wieder gestorben, Enrico? Ja. Oh, wenn es darum geht, wer den höchsten Death-Score hat, dann ist Enrico bis jetzt mit 2 auf jeden Fall spitzenreich. Ich sag's euch, das ist ein Hilfeschrei, dass er immer runterspringt. Aber tröste dich, ich bin heute auch schon wieder gestorben. Aber nicht in Falkenstein. Nein, in Fernweh. Ah. Hast du wieder einen Golem geschlagen? Ich hab Arbeitsverbot, warum? Na, weil heute Feiertag ist. Also Pausetag. Heute ist Ruhetag. Samstags. Also am Tag der Aufnahme dann natürlich jetzt, ne? Samstag wird in Falkenstein nicht gearbeitet. Das ist jedem bekannt. Sadran. Der Vino, das wissen die anderen doch gar nicht. Ich war auch richtig. Ah, stimmt, Joe. Ja. Du arbeitest ja am Samstag nicht. Ganz genau. Aber das ist, du wirst das gar nicht glauben, was das für eine anstrengende Arbeit ist, zu koordinieren. Guten Tag. Das ist die schwierigste eigentlich. Ja, das ist eigentlich die Ecken sind ein bisschen anders, Philipp. Genau. Und Stock denn da zu stehen und sagen... Wenn du da drüben guckst, da sind vier Block dort beim zweiten in jeder Ecke. Du hast gut gearbeitet, kriegst einen Apfel mehr. Genau. Also hier, oder ich zeig dir das mal so hier hinten, wenn du mal kurz rüber guckst. Hier ist es noch voll und hier ist es dann ein nach drin. Sozusagen 1, 2, 3, 4 und 2 so. Ach so. Ja. Alles klar. Okay. Also 4 und normal hoch und dann ins rein. Genau. Cedric. Was? Was wird denn das für ein Turm eigentlich jetzt? Ein Fernsehturm. Ach so. Wo jeder ein Zimmer war eigentlich. Der drin ist, ganz verstanden, ja.
Was der, das ist wie ein Hundsgrab. Genau, darum muss das auch so ein dichtes Gebälk haben, dass der Janisch umkippt. Er hat sicher auch irgendwelche Stimmen im Kopf gehabt, die dann gemeint haben, ja, er soll das bauen. Ich glaube nicht. Also der Philipp, wenn ich Stimmen im Kopf habe, ja, dann nehme ich mir mal eine große Flasche Milch und trinke die aus. Und dann sind die alle weg. So ist es, sind die alle allergisch. Genau. Ich glaube, Tamke hat so einen Hamster vor seinem Fenster sitzen. Habe ich Stimmen im Kopf? Ja. Ja, ich höre euch alle. Weil du auch immer voll bist. Ich tue da mal hier unten ausleuchten. Hier unten wird es nämlich langsam kuschelig warm. Ah ja. Aha, aha. So. Na, da unten sind die Dorfbewohner fleißig am Arbeiten. Macht das ja richtig. Entschuldige Jungs. Enrico? Ja, da stehen wir auf dem Feld und arbeiten. Ja, sollte ich vielleicht auch mal ein paar mehr bei mir aufs Feld schicken. Du hast da einen kleinen Baufehler drin, aber egal. Was für ein Baufehler? Du hast das 4x5 statt 5x5. Hä, aber ich habe mich ungenau an deine Erdgröße gehalten. Aber Cedric ändert seinen Grundriss immer, weißt du doch. Ich baue jetzt aber nicht nochmal alles neu. Doch, muss ich auch machen. Wer ist denn für die erste Etage zuständig gewesen? Warum? Weil da ein Baufehler ist. Baufehler? Wo denn? Wo, rechte Seite oder linke? Ja, genau, unter dir, Philipp. Ja, oder mir? Scheiße. Hab ich gebaut. Was hab ich falsch gemacht? Wo ist denn der Baufehler? Na, siehst du das nicht? Ich denke immer, jetzt reingesetzt. Die sind da eingesetzt und links, die sind nicht reingesetzt. Ach, plus ist eh ne reingesetzt. Ne, das sage ich doch. Ach. Ja. Genau, rechts ist richtig. Mach dir nichts draus, Philipp, so geht's mir auch. Ja, rechts ist richtig, genau. Genau, also wenn man draußen steht quasi. Genau, ist rechts richtig, sehe ich auch so. Genau, da ist reingesetzt und links genau. Gehört's noch. Richtig, Cedric muss seine Seite nicht reinsetzen, so ist es. Ja, genau, linke Cedric-Seite, richtig. Jetzt war ich abgelenkt. Oh Gott, die Öfen sind hier kalt. Das geht so nicht. Nee. Kurze Frage. Was ist jetzt genau an dem Schacht nochmal falsch? Bist du gerade unten? Ich kann runterkommen. So. Ihr hört mich wieder? Ja, selbstverständlich. Ja. Jawohl, schön. Ich bin wieder da. Ach, es wird ja so langsam. Mein Lieblingsarbeiter ist wieder da. Mein Lieblingsarbeiter, das können wir vorstellen. Zu sagen ist das ja hier unten 5x5 und du hast so 4x5. Ja gut, da muss ich aber nicht den ganzen Schacht nochmal. Nö, den ganzen Schacht nicht. Nur einen rausziehen. Kurze Frage. Ja, kurze Frage. Und zwar, ich habe hier jetzt den Ring, wie du siehst, und das Außengerüst gemacht. Soll ich oben an der zukünftigen Kuppel diese Ringe, nenne ich sie jetzt mal, auch mit Steinziegel machen? Nee. Nicht. Gut, soll ich sowas mit was anderem machen? Zurzeit? Wird das nur Nacht oder kommt das mir so? Leitet schon. Nee. Noch läutet's nicht. Eben. Ins Bett kommen. Nein, nicht in mein Bett. Ich habe extra ein Schwert in der Hand, falls jemand auf die Idee kommt, hier reinzukommen. Okay. Da hat wieder jemand gebraucht. Also Cedric. Ich wollte da jetzt den Kuppelrand so ziehen, dass man weiß, wo das Glas hinkommt. Mhm. Wahnsinn, so langsam wird's. Mhm. So. Genau. Soll ich denn was anderes machen? Klär das erstmal hier mit Sonnenschein. Hab ich schon. Ja, gut. Also momentan habe ich keine Aufgabe, dann chill ich einfach mal eine Runde. Du kannst dich nicht gerne aussetzen, weil ich jetzt langsam weg muss nämlich. Genau, es ist 18:21 Uhr. Dann bedanke ich mich bei dir, Philipp, dass du dabei warst. Ja, ich habe mir das Zeug in die Kiste jetzt gehauen. Jo. Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Klassentreffen. Genau. Alles klar. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Ciao. Okay, jetzt schaut's anders aus. Wie sieht's denn mit Klaas aus?
Da kümmert sich der Delfino drum. Oh ne, der Tomcat. Klar, der Tomcat. Wo bist du? Ich komme hoch. Ich bin hier unten. Ich stehe hier auch neben den Öfen. Du kannst jetzt die Wände hochziehen hier. Ja. Dreimal. Dann machen wir das mal. Also ich merke, langsam braucht ihr den Glas, ja? Ja, ja, und was soll ich jetzt verglasen? So, pass auf. Ne, wir gehen mal zusammen hoch. Ja. Genau, und wo kann man die Fenster eigentlich rein im Fernseher tun? Oder hat er keine? Oh, das kann denn jeder individuell machen. Weil es ist schon relativ finster im Turm. Ja. Können ja ein paar Fackeln dann machen. Hab schon unten, glaube ich, ganz unten 4 Fackeln hingesetzt, aber die sind wahrscheinlich auch zu wenig. Ja, weil speziell da auch noch die Erde teilweise, die Zwischengeschosse, das schon. Ja. Monster. Alter, es dauert ewig. Ja. Nach oben. So. Ja, soll ich denn reinkommen ins Spiel? Ja. Du kannst reinkommen. Und zwar siehst du ja, warte mal, du hast gerade keine Erde zufälligerweise dabei, ne? Nein. Also da gebe ich dir mal die Hälfte von meiner. Ah ja, das sind Fackeln. Zack, hoffentlich kannst du die jetzt einsammeln. Ja, dann nehme ich mal. Okay. Da ein paar. Ich gehe jetzt mal hier. Boah, Alter. Schau mal die Beleuchtung. Ein rüber. Mhm. Alter, ui, da ist ja richtig die Ecke da. Kannst du dich ja mal mit hier hochbauen. Und wo hochbauen? Genau. Neben mir hier. Das kann man da noch anbauen. Boah, Alter. Kann da einer vielleicht unten ein Wasserbett links und rechts um den Turm machen? Das wäre echt geil. Dort ist hier. Nordosten, ja, ist unten Wasser. Glatt gestorben, ein halbes Herz noch. Genau. Wo jetzt hin? Und du siehst ja hier unten den Block noch, ne? Welchen? Du würdest sagen, den hier unten. Ja. Und du siehst den da oben, in dieser Position hier, wo ich gerade stehe. Ja. Und das sind sogar 9 Blöcke hoch und das einmal ringsrum. Ja, wie soll ich das machen ohne Schutz? Das ist mir viel zu riskant. Ich bräuchte jetzt gleich wieder einen darum wollte ich mich nämlich noch kümmern, wenn ihr unten das alles arbeitet. Ich hab mal einen Vorschlag für dich. Du machst mal eine riesige Erdplattform. Das wollte ich nämlich jetzt tun. Also, da kann ich mal dahin, wo du bist. Also, dann will ich dir mal was fragen. Ja, ich guck mal. Meinst du das jetzt so? Korrekt. So. Da müsst ihr absolut korrekt. So sagen 9 Blöcke hoch. Ja, aber es wäre vielleicht ganz toll, wenn du mir eine behutsame Spitzhacke geben könntest. So, gut. Wenn ich mich, hast du da eine? Vielen Dank. Ich habe ein Behutsamkeitsbuch. Weil ich müsste jetzt schon Glas abbauen und das geht kaputt. Warte mal, das ist dein Prompel jetzt, ne? Ich tu mal hier kurz runtergehen. Oh, warte mal, ich brauche hier gar nicht. Mach mal kein Glas kaputt. Pass auf, so, zack, zack. Hier unten ist nämlich Wasser. Noch. So. Zack. Alter, ist das hoch. Alter, ist das hoch. Ich bin auf Ebene 177. Sonnenschein, du kannst dann erstmal hier unten die Wände mit hochziehen. Ich kümmere mich da oben um die Plattform und ja. Und bau dir jetzt erstmal deine Behutsamkeitswerkzeug. Das wäre ganz toll. Das genau, und ich versorge dich weiter mit Glas, beziehungsweise ich bringe hier weiter Glas. Das ist sehr gut. Und Delfino wird dich bestimmt. Übrigens, auch nochmal ein großes Dankeschön an den Enrico, der mir hier einen Kuchen auf den Marktplatz gestellt hat. Ja. Bitte. So, wo soll jetzt Glas unten hin? Oder so, welche Wände soll ich hochziehen? Na, die Turmwände. Die werden. Welchem Holz denn? Na, das sagt dir der Tomcat. Tomcat? Also, Sonnenschein, komm mal her zu mir. Ich hätte es so gemacht, ich hätte unten halt das dunkle Holz, dann 2 Etagen etwas helleres und dann. Was heißt helleres? Das heißt Eiche oder Birke? Ich hätte Eiche genommen und ganz oben hätte ich Birke genommen. Gut. Einen Moment mal bitte hier. Tropenholz habt ihr nicht hier, oder? Ganz wenig unten drin. Dann würde ich Eiche nehmen. Weil, Eiche. Huch. Zack. Gut, Eiche ist fertig, los leg ich. So, los geht's. 2 Etagen Eiche. Genau, seht 2 Etagen mich? Eiche. Nein, ich sehe keinen. Doch, warte, ich sehe dich. Hallo. Doch, ich sehe dich. Soll ich dir eine Truhe dort oben hinstellen?
Für mich oder wie? Ja, ganz oben. Nö. Noch mit. Cedric, bist du oben? Nee, ich bin gerade im Zentrallager. Ich schuss da gerade was zusammen. Ach, ich bin eine zu hoch. Ah. Ja. Ja. Ist eine zu hoch. Aber da kommt doch auch Eichen. Ja, ja, aber ich fang unten an. Ja, dann gibt's Sinn. Ah. Und dann denk dran, hier das so zu bauen wie unten, ne? Was heißt hier unten? Oder Cedric, soll doch unten, soll das denn da auch mit diesen einen versetzt rein? Ja, ja. Ja, so wie es passt. Achso, okay. Ich zieh jetzt erstmal Wände hoch. Jo. Mach das mal. Kann man ja hinterher noch klein wenig umändern, genau. So, wer braucht Fackeln? Wir, ja, alle. Moment, hab ich jetzt. Nein! Nein! Was ist passiert? Anni, du kannst. Nein! Ja, ich hab dir mal einen Eimer hingeworfen. Du kannst mal eine Wasserstelle suchen und dann halt um den Turm Wasser legen. Na egal. Damit, falls jemand runterfällt, dann nicht stirbt. Aber wo es hier Wasser gibt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Das ist gut. Wasser gibt's hier hinterm Bettenhaus. Oder hinterm Turm nicht, hinterm Bettenhaus. Stimmt, hinterm Bettenhaus, oder ja. Da ist ja klar, hier ist doch Wasser. Weil wenn du hinterm Turm das Wasser wegnimmst, hat der Sonnenschein dann später mal keine Absicherung mehr. Okay. Sonnenschein, ich leg dir das in deine Gerümpeltruhe hier drüben, deine, ja. Die Bootsamkeitsspitzhacke. Ist okay, ich hol sie mir dann da raus nachher. Jo. Ich brauche ein bisschen Erde. Und das nicht wenig. Nee, das war Sand. Ja. Zack, zack. Und Cedric, was meinst du so mit dem helleren und dann später ganz hell? Könnte gut aussehen, oder? Ja, das könnte gut aussehen. Das Gebälk muss von außen zu sehen sein. Also die drei vorne nicht mehr. Ach so, okay. Er muss sich immer an der Etage über dir orientieren. Alter, was? Also so weg, richtig? Ja. Muss sich dann immer an der Etage über dir orientieren, wie du das Gebälk hinsetzt. Sozusagen. Ich hoffe, das ist nicht zu schwierig. Nee, was ist denn meins? Was ist hier los? Wo ist denn die Anni? Ach, die Anni, die kommt gerade erst noch. Okay. Gut. Anni wird jetzt auch versklavt. Genau, arbeitet für mich alle. Ha! Wo ist denn das Bettenhaus? Na, da wo ich dir den Eimer gegeben habe. Direkt da, wo du. Also vorm Turm. Achso. Oh. Anni, bist du nicht eigentlich hier auch auf dieser Welt? Also hier in dieser Gegend? Aber nicht so oft hier. Ja, aber schon, also. Ich meine jetzt. So wenig ist es nun auch wieder nicht. Ich meine jetzt in Nordwien, ja. Ach so, ja. Na dann! Ach Quatsch, was mache ich denn? So. Ah, ich sehe, Anni hat das Wasser gefunden. Wo hättet ihr denn das Wasser? Von oben runter oder? Na, nicht von ganz oben runter. Einfach auf dem Boden. Genau. Komplett einmal rum um den Turm. Anni, nicht da. Mal eins Anni. Hier, Anni, oder? Anni, hier oben, hier rein. Ja, aber, achso, da aber? Rein. Ihr könnt auch die Zäune dort unten wegmachen, genau Tomcat. Kannst du den Zaun dort wegmachen, wenn du willst, den Steinzaun. Kann das dann runterfließen, wie auf der einen Seite. Okay, klopp ich den weg. Oh, jetzt wird's auch noch dunkel. Zum Glück hab ich das Bett mitgenommen. Zumindest ein paar klopp ich weg, alle klopp ich nicht weg. Brauch ich nicht wegkloppen. Achso, wenn dann irgendeiner mal wieder Richtung nach oben kommt. Es wird dunkel, wir sollten vielleicht ins Bett gehen. Ist ja nichts Neues. Aus Versehen. Gleich jetzt. Wing, 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 wing. So, also Cedric, jetzt kannst du reden. Der mir die Tür vor der Nase zu. Hier kann ich ja nicht. Sorry. Genau. Weil hier ist der was brauchst du oben? Was ist wo? Leitern, noch ein paar.
Leiter? Ich habe ein Problem. Okay. Das ist ein Problem. Kann mir mal bitte eine Erde hochbringen? Delfino, du bist gefragt. Ja, die Leiter. Ich stehe hier oben. Ja, bräuchte irgendwie Erde am besten, das wäre echt toll. So, Anni, wo bist du jetzt mit dem Lichtsensor? So. Ja, hier. Du. Gehen wir mal rauf. Was mache ich denn eigentlich? Ja, na gut. Oder ich mach so. Ich könnte dann eigentlich gleich einen Boden reinziehen, aber erstmal mache ich kurz das Gerüst. Aber bist du? Nein, dich wollen wir nicht. Haha. Ich muss das da schließen. Stopp! Ja, du, also, du bist über mir. Warte okay. mal. Ich bin hier zu hoch. Hier, nee, du bist richtig. Geh mal hoch. Und dann. Zack. Hier. Ach nee, das ist ja. Hier. Uhu. Ja, ich komme. Du wolltest einmal. Erde, bitte. Warte, ich stelle mich mal hin. Ich hoffe, es klappt. Nee. Warte. So, nochmal gucken. Also, noch der so. Turm müsste jetzt. Der Schacht innen drin müsste jetzt wieder stimmen. Cedric, du kannst gerne nachdrücken. Nee, ich hab sie nicht bekommen. Doch, jetzt habe ich sie. Okay, das reicht mir. Danke. Okay. Und Cedric, wo bist du? Du wolltest Leitern haben. Ja, ganz oben. Okay, ich komme. Also, du kannst sie sogar schon mit anbringen, wenn du zu mir hochkommst. Ja, weil sonst kommst du nicht zu mir. Ja, das ist super. So, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Bauplan gucken. Zack. Guck mal auf deinen Bauplan. Hier ist er nämlich. Ich glaube, ich blende den auch noch mal irgendwo ein, hier in der Aufnahme. Gerne sehen. Ja, da musst du aufs Video dann warten. Genau. Also, ich werde das wahrscheinlich in 20 bis 30 Minuten Parts raushauen. Das ist eine gute Idee. Ich wollte eigentlich schon fragen, wie viele Parts denn davon rauskommen. Das rennt ein bisschen ab. Ist da unten Wasser jetzt inzwischen überall? Na, nicht überall. Im Nordosten und Nordwesten sehe ich das bisher nur. So, oh je. 1, 2, 3. Dann 4. 1, 2, 3, 4. Dann wieder ein rein. Dann 1, 2, 3. Dann wieder ein rein. Mhm. Dann 1, 2. Dann ein rein. Ja. Ich glaube, die Holz. Also, es sieht so aus, als wenn die Holzmauer von außen. Ja, ich habe deinen Fehler gerade gesehen. Ja, ich weiß. Zack. Ein breiter ist okay. Das heißt, ich muss quasi einfach da rein. Aber ich würde erst ab der Hälfte reingehen. Ab. Na, das siehst du ja selber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, was heißt, wie. Oder? Nee, warte mal. Für mich. Auch so, wie es jetzt vorhast, ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2. Zack. Ja, genau so. Wieder 3. 1, 2, 3. Zack. Ich glaube, es fällt ziemlich viel Holz momentan runter. 3, 4. Ja, ich gehe gleich mal rum. Oder auch der Philo geht rum. Ja. Das findet man schon, das Holz. Zack. Weißt doch, ich bin doch ein lebender Staubsauger. Ja, das ist wohl wahr. Ein, was ich genau. Besonders Diamanten und Smaragde. Ja, die hat sie alle von mir weggenommen. Alle weg. Hier drüben ist es richtig. Ich habe noch einen Diamanten. Muss ich das mal von dir weg? Vom letzten Mal. Ja, der war ein Falkenstein war so und hat dann da so ein bisschen mitgeholfen und dann, ja. Alles mitgenommen. Tja. Ich habe hier ein kleines Problem. Ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Würde ich zum Arzt gehen? Entweder ist oben was falsch oder unten ist was falsch. Okay. Das ist genau das. Ich meinte, und zwar, komm mal hier runter zu mir. 4. Ja, Moment. Ich brauche mal irgendwie einen Bogen und einen Pfeil am besten. Da gibt's hier nicht. 3, 1, 3. 3, 9. So, Sonnenschein. Guck mal, wenn du hier von hier guckst, dann siehst du hier in der ersten Etage quasi diese vorne diese Einstufung, da wo dann halt einer weniger ist. Und so musst du es, glaube ich, wahrscheinlich da oben auch komplett machen. Schätze ich. Ich brauche mehr Erde, mir reicht's. Erde. Rechts, genau. Ja. Wenn die Erde alle ist, dann kann ich welche nachholen. Folgendes. Erde ist noch jede Menge da. Okay.
Baust du jetzt eine schöne Plattform? Neuen Turm bauen. Ja. So. Genau, das sind 5. Am besten aufheben, falls dann irgendwo in einer anderen Ortschaft hier im Wendsland der zweite Fernsehturm entsteht. Das ist nicht korrekt. Können wir schon mal aufheben. Ich werde mal in den Dorfkern hier gehen und mir das mal von Weitem angucken. Die Öfen brennen ja gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, das ist korrekt. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 und ein rein. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, zack. Bei mir ist der Dumme jetzt schon in Nebel drin. Ich würde dann jetzt gerne mal abgeben, ich brauche nämlich mal eine Pause. Jo. Was habe ich denn die Grafik eingestellt? Ich habe auf 12, da kann ich den von unten auch sehen. Millionen Grafikeinstellung, ich habe auf 14, ja, erhöhen wir mal auf 16. Also wenn der werte Herr Tomcat möchte, kann ich ihm jetzt gerne ein bisschen das Wendsland zeigen. Ich habe meine auf 8. Ja, können wir gleich machen. Ich versuche gerade immer zu gucken. Tom baut sich jetzt gerade auf. Jetzt ist er nicht mehr im Nebel. Ah ja, okay. Jetzt sehe ich ihn. Oh. 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halli, hallo. 7. Ich muss die Öfen erstmal wieder befeuern. Ja, ja. Der Fino, machst du denn da gleich weiter mit den 2, Öfen? 3. Kann ich auch machen. Oder eigentlich 1, du, ja. 2, Wahnsinn, das wird ja wirklich ein Riesenteil. 1, 1, 2, 1. Ich bräuchte eine neue Axt. 3. Bedient dich, Eisen ist unten. Ja, ich bin aber gerade oben. Es wäre schön, wenn einer so hochbringen könnte. Ist doch mein Fino dafür da. Ja, ja, ich glaube. Delfino wird's schon richten. Genau, ja, genau. 1, 2, 3, 4. Ich mach's fast und wenn nicht, dann wird's fast sind gemacht. Genau. 1, 2, 3. Upsala. Ich schmeiß doch meinen Kranz hier in meine Truhe. 2. Da. So, ach, ich nehme den Kranz. So, wo bist du? Da bist du. Hier bin ich. Für mich. 2. Ja. Genau. Also ich glaube Nordwehen, da kann Cedric wahrscheinlich mehr erzählen als ich, aber ich kann dir ja mal so ein bisschen. Wo bist denn du, Delfino? Ich bin eine Etage über dir, ich komme hier. Was haben eigentlich hier die orangenen Sachen auf sich? Die Teppiche sind nur zur Orientierung, dass du hierher findest. Genau, vom Spawn aus. Die sind nur, auf diesen okay. Damm dort soll später nochmal die Stadtmauer hinstellen. So, warte, ich komme gleich, ich muss hier kurz mal antworten. Ja, ja, keine Panik. So, zack, jetzt kann man. Oh, das Dach gefällt mir. Schönes Strohdach, das ist die Bibliothek, Tomcat. Ich sehe, ich dort unten rumwandern, hey. Muss ich mir mal merken mit dem Dach. Genau, da vorne, das ist das Nordwiener Rathaus. Zwei, ohne Dach. Drei. Noch, ja, ist noch nicht fertig. Aber auf den Turm kannst du schon drauf. So, 1, 2, 1. Genau, wie gesagt, zu Nordwegen kann ich jetzt leider nicht so viel erzählen. Voll hier. Ja, es ist sehr voll. Ja. Überall, wo ein lila Teppich ist, da ist ein Dorfbewohner-Türen-Spawner drin. Okay. Die habe ich aber alle deaktiviert. Also da brennt noch alles. Genau. Also sind das jetzt hier so Spawner wie Zombie-Spawner und sowas? Nein, das sind diese Türen. Zerons Trick, genau. Ah, ja. Zerons-Spawner. Zerons Trick, habe ich gesagt. Willkommen in Wattung. Ja, du hast erst Zerons-Spawner gesagt. So. Habe ich das? Okay. Ja, hier sind wir dann jetzt am Spawn. 3. Und ja, hier sind die ganzen Boote zu den verschiedenen Biomen und Städten. Ja, verschiedenen Ortschaften. Und ja, hier in den Häusern werden unten noch verschiedene Geschäfte entstehen. Und ja, genau, das ist eigentlich so grundlegend zum Spawn zu sagen. Hier hinten, da kommen dann die Shops der einzelnen Landkreise hin. Ich wollte gerade sagen, ihr habt hier Landkreise, habe ich gesehen, ja? Ja. Genau. Das ist mein Bett.
komme ja nicht auf die Idee. Ich bin bewaffnet. Ja. Ich auch. Ich hab ein Kampfschwein hier. Los, Attacke. Los. Heute will es wohl nicht so. Ich lock mich mal aus, sag mir, wenn ich drauf kann. Okay. Mit den Schweinchen so und diesen jetzt kannst du wieder. Ja, genau, ist alles noch nicht eingerichtet. Ich bin ein faules Schwein, ja. Um Gottes Willen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir können ja mal als erstes nach Hohenstein gehen. Mhm. das ist so meine Baustelle, sag ich mal, meine Ortschaft. Und ja, genau. Einfach hier auf den Knopf drücken und dann... Ich mach dir mal deine Axt, Sonnenschein. So. Oder bist du schon unten? Genau, dann heiße ich dich herzlich willkommen in Hohenstein. Yo! Oh, sogar ein Schild. Sogar ein Schild, ja. Guten Tag. Tag. Das ist Cedric. Genau, ja, hier das so die spätere, wird so die spätere Hafengegend sein. Mhm. Nee, ich hab mein Bett, wo ich das abgebaut habe, oben ist das hier runtergefallen. Ja. Da konnte ich nicht runterspringen. Ja. Ah, die Ecke kenne ich, das hier vorne. Okay, so genau. Ja, hier hinten am Fluss, das ist vom Duna, das kleine Häuschen. Warte, du bist da unten. Ich bin da unten, ja. Was, du hast Erde und hier Zeugs gebraucht, ja, ne? Ja, hat er sich hier in einem Livestream ein bisschen eingerichtet. Ja, ich sehe hier gerade, hier ist ein Keller oder sowas, ne? Nee. Oh, cool. Da, Cedric, komm mal bitte rüber. Cool. ja. Komm mal bitte rein. Und jetzt sag mir mal bitte, wie diese Ecken, wo jetzt hier der Stein ist und oben hier der Stein ist, wie sollen die gemacht werden? Hälfte, Hälfte. Also, eins, wie viel sind denn das? 9 Stück oder wie? Ja, genau, keine Ahnung. Müssten, Clement, nach meinem Bauplan. Ja. Müssten das, wo steht das? Zack. Mhm, krass, ja. Hier drüben ist meine Schafsweide. Mit der angrenzenden Schäferei hier vorne. Mhm. Die ist auch schon, also der Verkaufsbereich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Also da kannst du 4 oben, 5 unten machen. Bevor du machst, gebe ich dir mal deine Axt. Zack. Ach, die Währung ist Lapis Lazuli, ja? Ja, das ist noch nicht so ganz festgelegt. Ich habe das nur jetzt mal so festgelegt. So. Danke für die Diamant-Axt. Bitteschön. Ich habe ja auch vor, in 3 Elbenland sowas durchzuziehen. 3. War gespannt, ob es dir gelingt. Der Trick. Hier wird schwierig. Ja, ich hab Trick. Ja. Dein Bauplan ist falsch. Das ist ein 10. Gebäude. Ja, ein 10? Dann mach 5-5. Ja. Hier ist der klar. Kleine Eingangsbereich. Mhm. Mit Rüstung, dann Schuhe. Hier drinne dann mein Ess- und Kochbereich. Klein Bello. Mhm. Ja, das ist noch professorisch der Name. Brot? Brot? Kein Brot? Will kein Brot. Ja, genau, die kleine Küche im... Die bleibt heute kalt. American Style Rot. Ja. Genau, und hier hoch geht's dann zu meinem Schlafzimmer. Mhm. Kann man ja kurz mal reinlunzen. Ah, das Bettende finde ich ganz cool. Ja. Stimmt. Warum ist mir sowas nicht eingefallen? Ha? Die, ja, das, die Ursprungsidee, die habe ich eigentlich von Cedric. Ah. Ja, okay. Hier ist mein kleiner Arbeitsbereich. Wo seid ihr gerade? In deinem Haus? Oder? Ja, wir sind gerade in meiner Villa. Okay. Und hier ist das Bad. Ah ja, mit dem Mikrofon bzw. Wasserhahn. Genau. Ja, ich muss da mal noch wieder einen richtigen Kessel hinstellen. Ich hatte zwischendrin das Texturenpack gewechselt und da sah der Kessel eher wie ein Hexenkessel aus. Deswegen. Ah, ja. Genau, und dann geht's. Schöner Bogen, haha. Genau, und hier hoch geht's dann in den Wohnbereich. Unterm Dach. Genau. Mit Fernseher. Oh, da läuft gerade ein Piratenfilm, ja? Ja, genau. Über die Entstehung des Dreiellenlandes. Ah, vielleicht sollte ich den auch mal gucken. ihr könnt dann schon mal weitermachen, ich bin hier gut beschäftigt, ne? Genau. Ja, das hat er gerne. Ja. Da genau. Wird die richtige Geschichte erzählt. Eigentlich waren es ursprünglich 3 Piraten, die sich hier niedergelassen haben. Genau, das haben ist so meine kleine Villa. Wird noch ein kleiner Außenbereich
drankommen. Wird noch schön geredet durch die Elben. Also das drei Piratenland, das ist eigentlich... kennst du das von The Simpsons? Ja, stimmt. Wo der Typ immer gefeiert hat, stellt sich raus, er war ein böser... Ah, okay. Böser Pirat. Ja, genau. Dann geht's hier rüber, geht's dann noch in den kleinen Keller, den habe ich extra abgesichert für die Dorfbewohner, dass hier ja nicht jemand reinfällt und ich es dann mit den eisernen Kernen zu tun bekomme. Im schlimmsten Fall. Ja, genau. Da habe ich dann hier mein kleines Lager noch. Braucht eigentlich und mein Verzauberungs. Nö. Zurzeit nicht, ne? Okay. Aber ganz schön doch, die Decken, ja? Doch, ich brauche eine neue Schaufel. Ja, ist ja ein Keller, also ich weiß nicht. Schaufel. Kannst du ruhig aus Diamanten machen, der Fino, unten sind ein paar drin. Ja, aber wir haben eh so viele so Eisen. Ja. Genau, dann gehen wir mal wieder raus. Ich habe gerade mehr Diamanten als Eisen, von daher. Echt? Jo. Hier vorne haben wir dann die Luxus. Apotheke. Ja. Nur die Diamantbesteck und so. Genau, nur die Kohle fehlt eben. Achtung, ne, mit einer Ich meine, Messers Diamanten ist sicher praktisch. Ja. Dann ein paar Medikamente. So. Moment, ich komm gleich hoch zu dir. Also, du bist unten? Schnupfirio. Ich bin... Welche Ebene bist du da? Wirkungslos. Gute Frage, welche Ebene das ist. Wirkungslos, ja. Ich war auf der ersten, jetzt bin ich auf der zweiten. Da steht natürlich das dann, das ist natürlich dann das kleine. Moment. Natürlich. Sehe ich hier natürlich. Ab der 1.11 kann man doch die, kurz mal eingeworfen, ab der 1.11 kann man die ganzen Tränke umfärben. Moment, wo bist du? Oder? Sag ich jetzt was Falsches? Garten, wo man dann Kräuter anbauen kann. Ich bin eben 2 Grad. Moment mal, ich komm mal nach innen in den Kreis, so jetzt bin ich im Turm drinne. Die Apotheke sieht echt Ich bin unten. Ja, ich verstehe dich leider etwas sehr leise. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir mal Ja, ich bin eins unter dir. Gute Idee. Ist das gerade Hallo. Nee, bleib bloß hier. Ja. Einmal. Bis gleich. Jo, und welchen? User left your channel. Okay, sehr gut. Die zwei wollen hier eine Rundführung machen. Die verstehen sich sonst nicht. Gut, jetzt sind alle gerade leise, das kann ich mal fragen. Ihr habt mich vorhin übelst hier nicht beachtet. Gut. Ja, richtig. Ab der 1.11 kann man doch hier die Tränke verschieden einfärben. Erzähl ich da Mist oder ist das wirklich so? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Bei uns gibt's die 1.11 nicht. Ich weiß nur, dass das Essenssystem angepasst wird irgendwie. Das ja. Wird nicht mehr so auf Zugang. Und es gibt riesengroße Häuser mit bösen Dorfbewohnern, die geile Sachen droppen. Ja, zum Beispiel Smaragde. Und auch neue Gegenstände. Ja, zum Beispiel die Toten, wie heißen sie? Toten. Totenköpfe. Nein, nicht Totenköpfe. Ah, warte. Sag's dir gleich. Jetzt geht er. Ach Mist, nee. Oh, ich komme jetzt nicht drauf. Geht jetzt nicht. Auf jeden Fall gibt's diese Truhe, diese Schalker-Truhen. Ja, das ist der Rucksack. Ja. Die kannst du färben. Ja, die kann man färben, genau. Fackeln reingelegt. Und die kann man auch in... Toten der Unsterblichkeit, genau. Das meinte ich. Ah, ja, genau. Und man kann ja zum Beispiel auch... Es gibt zwei neue Verzauberungen. Eine Verzauberung ist einmal ein Bann, sodass du, wenn du das Rüstungsteil anlegst, du kannst es nicht mehr abnehmen. Es ist verbannt mit dir, sozusagen. Und erst wenn du stirbst, kommt es eben von dir raus. Und dass du droppst es auch, aber wenn du es einsammelst und wieder ausrüstest, dann kannst du es wieder nicht abrüsten. Gut, jetzt noch ein. Na, ich gehe wieder hoch. Die Plattform ist am Entstehen. Es ist echt dunkel im Turm. Soll ich dir mal ein paar Fackeln runterwerfen? Nee, danke. Dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr beschäftigt. Nö, ich mach Licht. Das ist glatter Sandstein. Ja, ist kein Sand, Anni. Da habe ich einen Block dafür verwendet. Okay. Hättest du das nicht sagen können? Hab ich doch gerade.
Besser spät als nie, ne? Korrekt. Soll hier einer einen Knochen kauen beim Essen drin? Das klingt fast so. Wer weiß es? Keine Ahnung. Knochen drin, echt. Könnte ich sein, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Meine andere Kiste. Hanna Habela. Wird schon wieder dunkel. Oh ne, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, na, das geht so nicht. Man kann so nicht arbeiten. Ja, das passt. Ich kann nicht schlafen. Ich auch nicht, das leuchtet, ich kann nicht schlafen. Festgebackt. Bei mir steht, jetzt kann ich schlafen. Kleinen Moment. Zack, 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 zack. Ich liege. Hoffentlich tut die 2 auch liegen. Ich schreib mal lieber was. Ja. Weil die laufen ja gerade rum. Stimmt, die kriegen wieder nichts mit. Aber es kann gut möglich sein, dass sie es auch gelesen haben. Aber es ist auch schon eher realisiert haben. So, es ist Tag wieder, oder? Ja, es ist Tag. Es ist Tag. Das habe ich jetzt vollkommen vergessen, das zu sagen. Wie konntest du nur? Und so bei euch, wie warm ist es gerade bei euch und ja, so Schnee oder nicht? Nein, Schnee. Gott sei Dank nicht. Viel zu warm. Warum leuchtet, warum schlägt die Uhr? Schlägt die immer? Schau mal gleich. Warte. Es kann eigentlich nur der Fall sein, weil hier die zwei, die gerade auf Reisen sind, etwas zu weit weg ist. Oh. Kannst du die mal vielleicht ausschalten? Ich weiß warum. Woran? Weil ich oben da gerade was drüber gebaut habe. Deswegen. Ich geh mal hoch. Ich glaube, das ist Nacht. Ja. So lasse, solange es nicht der 8-Takter ist. Ich falle jetzt, ich ahne es. Delfino? Ja, alles in Ordnung. Gut. Jetzt höre ich es wieder. Du darfst runter. Du hörst die Glocke nicht dabei. Du darfst weiter nach unten. Sonst schubst du dich nach oben. jetzt hört man es richtig. Stimmt, hier oben ist leise. Da muss wohl eine Verlängerung nach oben. Nein, Quatsch. Aber die würde hier unten oben in die Kuppel perfekt reinpassen. Noch so ein Teil. müssten wir nur mal kurz die Koordinaten sagen? Ui, das war eigentlich relativ knapp. Wisst ihr das, hey, mit dem Wasser? Könntest du das gerade nicht in die Mechanik reinrinnt? Deswegen hatte ich da vorher kein Wasser hingemacht und Tomcat hatte da Glas. Könnte mir jemand von dem Nachtlichtsensor die Z-Koordinate nennen? Wir hören gerade überhaupt nichts. Nein! Boah, warte. Gott. Die Z-Koordinate vom Dings da, Bumster, ne? Ja. L3. Moment. So. Warte mal. Y und Z. 1853. Kann das sein? 1853. Wenn ich den Block hier wegnehme, ist dann wieder Ruhe? Nee. Nö, also ich bin unten, läutet immer noch. Ja, ich höre es auch die ganze Zeit. Und die X-Koordinate? Warte mal eben. Ich glaube mir eher, dass es einversetzt ist. Ich muss mal eben mein Dings kurz ausschalten. Ist es jetzt weg? Nein. Noch nicht? Nein. Ist noch. Jetzt? Nein. Und jetzt höre ich so oder so nicht mehr. Okay. Jetzt? Nein.
Nein. Da rennt noch alles da unten. Okay. Dann muss ich mir mal ganz nach oben bauen. Die X-Koordinate bräuchte ich nochmal kurz. Hm. Was? Welchen Wert? X. Den ersten, 649. Okay, dann müsste es jetzt aufgehört haben. Nein. Oder hat noch irgendwer zubaut auf einer anderen Ebene, dass irgendwo noch Erde hängt oder so? Könnte vielleicht durch mich sein, das weiß ich aber nicht. Ich schau mal von außen. Jetzt? Jetzt hat's aufgehört, oder? Oh ja. Jetzt. Ja, hat's aufgehört. Perfekt. Ist aber komisch, weil irgendwie die Kuppel, ne, die hat ja den Erdprümpel genau, wo ich jetzt gerade stehe, wenn ihr kurz hochzoomt, ich kann das ja auch sehen. Genau hier, wo ich den Erdblock weggenommen habe, war die ganze Zeit Erde und die ganze Zeit hat es funktioniert. Erst wo ich wahrscheinlich hier oben hier weiter zugebaut habe mit Holz, hat es das wahrscheinlich nicht angenommen. Na gut. Dann wissen wir da, dass da Glas hinkommt. Mhm. Oder den Sensor verlegen, irgendwo anders hin. Genau. Oh, das wird dann wahrscheinlich richtig cool aussehen hier oben. Mhm. Zack, zack. Weil Tomcat ist gerade nicht da, der könnte mir das bestätigen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch macht, so Bauskizzen. Inwiefern Bauskizzen? Ja, von der Minikraft so. Ich mach da immer mal so eine Kostenabrechnung. Ich mach die Skizze, während ich baue. Genau. Mache ich auch teilweise, wenn ich noch so Verbesserungen habe, weil wenn man es baut, hat man meistens dann auch eine bessere Übersicht, als wenn man das auf dem Papier stehen hat. Ja, das ist ja bei Zeron ja auch sehr oft, der baut was, dann schaut er sich das an und baut das um. Genau. Weil es dann doch anders wirkt, als er es zuerst quasi im Kopf hatte. Wenn wir kurz was ausprobieren, läutet die Uhr jetzt wieder? Warte. Ja. Ja. Sie läutet. Finde ich lustig. Wieso? Ist ein ganz anderer Block. Nee. Eine Stufe hingesetzt. Und läutet auch schon. Ja, also ich glaube mal, dass das so ist, wenn ein Block da ist, ganz weit entfernt da oben, also dann sagt da nichts, die Uhr, nur wenn da ein bisschen weiter was draußen rumgebaut ist, so wie ich jetzt gerade habe, eine größere Fläche oben drüber ist, die zu ist, dann sagt er, nee, hier kommt kein Sonnenlicht mehr hin. Ja, dann gilt es vielleicht schon als Innenraum oder so. Korrekt. Mal. Den Strom muss man erstmal verstehen. Dass das auch höhenabhängig ist. Wie viele Blöcke da oben drüber sein dürfen. Ist schon krass sowas. Stellt euch mal vor, das wäre tageslichtabhängig, wenn man einen Shader drin hat, ganz anders als wenn man keinen Shader drin hätte. Ja, dann kannst du alles umbauen. Sozusagen, wenn da einmal Schatten drauf fällt, läutet die Uhr. Ja, oder wetterbedingt. Wenn es regnet, läutet. Korrekt. Oder per Schneefall. Ich weiß nicht, ob die wirklich bei Regen auslöst. Das könnte gut möglich sein. Weil in uns gerade läutet es auch, wenn es regnet. Zumindest bei Tomcat. Ich war ja mal bei Tomcat zu Besuch. Und da hat es geregnet? Im Regen? Da hat es geregnet. Okay. Und da hat es geläutet. Und in Hunsgrab gab es da immer mal einen Regenschauer oder ein Gewitter, ja? Irgendwie mehr Gewitter im Let's Play als Regenschauer. Obwohl hier sind die Regenschauer auch sehr selten geworden. Wenn es mal regnet, dann. Ich habe mal die Aufnahme beendet und dann hat es angefangen mit Regnen. Habe ich so gesagt, super. Ich wäre mal dafür, dass sie den Regen verändern bei Minecraft. Inwiefern? Jetzt ist es so, es regnet, du legst dich schlafen, Regen ist weg. Ja. Dafür, du schläfst, dann gibt es eine gewisse Prozentchance, dass der Regen aufhört. Ach so, also. Jeden Tag wird die Chance aber höher. Also dass auch mal verstehe. 2-3 Tage durchregnen kann, zum Beispiel. Ja, okay. Der.
Müssen wir mal ja Bo Yang abschreiben. Vielleicht machen die ja da was. Ja, dann sagen sie wahrscheinlich, können wir machen, aber das kostet und frühestens mit der 1.15 oder so. oder 2.0. Genau, 2.0. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Wetter-Update oder irgendwie so. Nur noch auf Windows 10 Systemen dann oder so. Auf Windows 11 wahrscheinlich dann schon. Windows 11 kommt das überhaupt? Also geplant ist es ja schon, ne? Wirklich? Weil zuletzt hat es ja geheißen, Windows 10 ist das letzte und da kommen dann nur noch Updates. Ach so? Na, ich spiele keine Mr. 10, ich richte mich dann nach Delfinos Meinung. Ich habe mich also, da. Das war das offizielle, aber weißt du eben. Nicht groß sagen, informiert. Wenn die sagen, okay, wir verkaufen zu wenig Lizenzen oder so, machen es vielleicht auch wieder ein neues Windows. Kann ja alles anders kommen. Genau. Windows, Minecraft oder so, eigene Windows-Version optimiert auf Minecraft. Oh ja. Gibt's ja schon. Ich weiß, gibt ja Minecraft, gibt es ja die Windows 10 Version. Genau. Wo man ja, mit dem Rechner und PS4 zusammen. Ja, müsste eigentlich schon sein. Wenn es eine Windows 10 Version ist, müsste die eigentlich mit der PS4, der Xbox One S, beziehungsweise auch dem PC bei Windows 10 kompatibel sein, ja? Ja, aber die Windows 10 Version hat ja, glaube ich, zuletzt noch nicht alle Funktionen drinnen. Was die normale. Beziehungsweise kannst du sie nicht irgendwie kombinieren oder so, oder? Also mit anderen Versionen oder wie? Ja, ich glaube Windows 10 ist ja, da kannst du halt unter... Ist eine eigene Version für sich, weil die sich ja, danach richtet, ja. Moment, ja. Support. Die richtet sich nach den Versionen von der PlayStation und der Xbox. Ja, richtig, genau. Und erst wenn die geupdatet werden... Noch ist Nacht. ...wird auch die Windows 10 geupdatet. Jetzt ist Tag. Ich musste gerade noch ein paar Fackeln aufstellen. Das ging in dem Fall mal kurz vor. Aber die Performance soll ja deutlich besser sein bei der Windows 10. Na so? Habe ich gehört, weil es besser optimiert ist. Aber ich habe aktuell kein Windows 10 oben. Ich ja. Ich habe auf meinem Gaming-Laptop Windows 10. Und ich Minecraft. Ich hatte hier Windows 10 bis zum System Crash. Okay. Jetzt ich wieder Windows 7 oben. Na, hier habe ich auf dem PC, auf dem ich jetzt spiele, Windows 8.1. Das ist Windows 8 oder 8.1 habe ich ausgelassen. Das warum? Hatte ich nie. Das hatte ich vorher auf meinem Laptop. Das hat mich irgendwie nicht interessiert und das war mir zu damals zu handyhaft. Hat das ausgeschaut. Ja, mit Kacheln und so. Kurze Frage. Und zum Spielen haben auch viele gemeint, das Box eigentlich gar nicht so ein Blödsinn. Kannst du auslassen. Kurze Frage. Funktioniert besser. Aber ist auch Geschmackssache. Und zwar, ich habe jetzt den Boden drin. Ich würde jetzt aber sein, erstmal dass die. Ich hier eigentlich noch der einzige fleißige Arbeiter bin neben dir? Wegen mir? Neben dir. Ich bin ja zuständig für die Lieferungen, aber da keiner mehr sagt, er braucht irgendwas. Ich brauche Stein, Ziegel und. Ja. Eben siehst du. Muss nur bestellen und es kommt. Ich bin jetzt gleich mit den zwei Schichten Eichenholz fertig. Ja, wenn die zwei dann mal wiederkommen. Ja? Ach so, Tomcat geht aber gleich offline. Ja, deswegen wollte ich nochmal schnell hier alle zusammen haben. Ich schreib mal kurz. Kommt ihr zwei wieder? So, müsste mal reichen. Nein. In 5 Minuten. So. Jetzt sagt Enrico bestimmt ja, ja. Jo, genau. Das wird er sagen. Nein, 5,5. Warte mal. Ich möchte das letzte Wort haben. Wissen wir noch nicht. Ja, siehste. Denke dran, dass du meinen Gast entführst.
für. So ist das nicht geplant. Genau, weil Enrico hat ja den Tomcat eh schon nach mir, von daher. So kann ich nicht arbeiten. Richtig. Ich kann es wirklich nicht arbeiten. Nein. Dieses Chaos hier. Ja, sieht doch schon schön aus. Ja, weil es nach außen so dunkel ist, zumindest bei mir, sieht man gar nicht so, dass das wirklich heller wird nach oben hin. Kein Spreit, Männer! Kein Schach! Müsste man da außen nicht teilweise auch beleuchten, damit dann oben nicht irgendwann Monster entstehen? Jetzt ist es auf die Außenblöcke. Und wenn er nur bis halb 8, also 3 Minuten noch kann. Beef, beef, beef! Na, Enrico macht immer mal seinen eigenen Kopf. Mhm. Er entführt die Gäste. Genau. Irgendwann stehst du alleine hier. Ja. Schon, war schon komisch, ich habe ja schon gesagt, da haben aber so viele geredet, wo Enrico dann gesagt hat, wir gehen mal in einen anderen Channel, dass wir in Ruhe reden können. Das war eigentlich nicht meine Absicht, weil... Ja. Das ist ja irgendwie blöd, wenn die dann in einen anderen Channel gehen, aber... Ja, es war ein Durcheinander geredet. Du hast über den Bau geredet, sie über die Häuser, man hat nichts mehr verstanden eigentlich. Und? Finde ich besser, als wenn Stille ist. Ja, aber wenn die Leute reden und keiner kann mehr folgen. Gibt es noch Kohle? Wenige Kohle, ganz wenige. Oh, ich glaube, ich habe langsam genug. Autsch. Mhm. Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Ich guck mal kurz. Bei mir ist relativ dunkel der Turm, ich weiß nicht, wie es ist. Ja, das liegt an der Erdplattform da oben. Ja, das liegt an der Plattform oben. Ja. Die wirft so einen hohen Schatten. Richtig, man bräuchte eigentlich eine Außenbeleuchtung noch. Ja. Könnte sich ja jemand drum kümmern. Hier unten, unter der Nachtwächter. Ich gehe jetzt morgen um in meines Glas. Wo könnte. Ist Glas? Ganz viel. Hier. Wer hat Glas? Warte. Da. So, wer kommt mit hoch? Ich. Dann kommt mal mit hoch, ich hab keinen Bock, alles allein zu machen, Moment, klar, das ist mir zu viel Arbeit. Ich komm mit hoch, warte mal. Hast du alles Glas mitgenommen? Nein, kann ich alles mitnehmen, viel zu viel. Ja, wir haben mittlerweile schon einiges gebrannt an Glas und Steinen. Sehr gut. Glas ist alles verarbeitet. Also Sand komplett. Ist verarbeitet. Okay. Hier ist keine Kohle mehr. Sand ist alle. Kohle ist alle. Genau. Das heißt, wir bräuchten ein Lager. Du musst ganz oben hoch auf die Plattform. Sonnenstern. Schein. Es gibt auch einen Sonnenstern, ja, bei Zeron. Ich verwechsel euch irgendwie immer. Gut, Stern und Schein, das ist doch eh das gleiche eigentlich. Der Stern, der scheint. Ganz oben. Bist du ganz oben? Ja. Ja. Sah grad so komisch aus. Leute, bevor du da anfängst, deswegen. Mhm. Das große Lager. Ja, große Lager. Das Hauptlager. Bräuchten. Wo der Turm ist. Hinter dem Rathausturm, genau. Okay, aber dann könnten wir Kohle und vielleicht Sand noch holen. Bevor du da anfängst, deswegen. Ja, ich habe hier einen kleinen Säulenplan. Warte mal kurz. So, guck mal, hier stimmt was, glaube ich, nicht von der Erde und von den Slabs. Schau mal hier vor mir. Ja, immer so. Das hat aber auch was mit den neuen Wegen. Bevor du das machst. Ja, was denn? Ja, dann mach erstmal deine Sorgen, bevor ich weitermache. Ja. Da genau, gibt's ja alles. Hier ist Kohle drin, hier oben. Mhm. Und was braucht man noch? Glas. Der Erdprümpel hier in der Mitte, der kommt auch weg, aber der kann jetzt erstmal noch bleiben. Sand und Kohle. Ja. Weil sonst... Oder? Stopp. Da ist Essen, das sind Bäume. Das sind die 1, 2, 3, 4. Hier in der Ecke, da brauchst du kein Glas hinzumachen. Das sollte Sand sein, hier irgendwo. Leer? 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 Kohle ist aus. Glaube ich. Sand ist dort auch nicht mehr drin.
Ja, eben, das ist komplett leer. Alle, also ne? Sand, ja. Die haben keine mehr. Ich kann dir sagen, wo ganz viel Sand ist. Ich weiß noch, wo ganz viel Sand ist. Wo ist denn die Sandmine? Am besten mal da. Sandmine? Da. Habt ihr das alle bekommen? Am Strand. Ne, ihr habt die Koordinaten geschickt. Sandsteinfabrik. Warte. Habt ihr eine Minimap, dann einfach drauf und Shift und Rechtsklick oder Linksklick. Warte. Da habt ihr den Wegpunkt automatisch. Ja. Könnt ihr von Wattungen mit dem Schiff los tuckern. So, jetzt bin ich wieder hier. Oder 1, 2, 3. Zack, zack. Kontroll, Klick. Ich glaube, ich mache nicht mehr lange jetzt. Zack, zack. Ich krieg's nicht hin. Das Klick, ist super. Koordinate zu ziehen. Ja, du musst die Steuerungstaste gedrückt halten. Ja, du musst gedrückt halten. Aber jetzt hat es bei mir als Wegpunkt gespeichert, mein erster Wegpunkt hier. Sehr gut. Nö, bei mir nicht. So. Genau. So. Ah, jetzt. Wo ist denn der? Wissen denn der Fino? Ihr könnt euch auch zu zweit in ein Boot setzen, ne? Oder seid ihr schneller? Ich hab da Diamanten geholt, weil irgendwer, weil der Chef mal meinte, man kann Der Fino, kannst machen. Du sehr hier Enrico mal rüberziehen? Oh, achso, Momento. Ich hab dazu keine Berechtigung. Okay, so. User was moved to your channel. So, da. Kommt das dann hier hin? So. So, da. Ja. Genau. No, wir brauchen da ein bisschen Ruhe, wenn dann, ja, wenn ich ihm das zeige, weil wir verstehen ja dann in der Gruppe nicht unser Wort. Hast du dein Bett?